In Berlin hat die Grüne Woche ihre Pforten geöffnet. Bei der Landwirtschaftsmesse unter dem Funkturm präsentieren sich rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern. Bis zum 28. Januar haben die Besucher die Möglichkeit, Spezialitäten und Neues aus der Ernährungsindustrie auszuprobieren. Die inzwischen 88. Agrarmesse wird jedoch von der Debatte über Subventionskürzungen in der Landwirtschaft und den anhaltenden bundesweiten Protesten der Bauern dominiert. Wir sind jetzt hier auf der Grünen Woche am Stand des Deutschen Bauernverbands und im Interview mit Hendrik Wüst, Ministerpräsident aus NRW. Herr Wüst, Sie haben sich gerade lange mit dem Bauernpräsidenten Ruckwijk unterhalten. Worüber haben Sie gesprochen? Ja, über die Sorgen der Landwirtschaft. Über die Sorgen der Landwirtschaft, die sich ja auch in den Protesten manifestieren. Die Ampel überfordert Landwirtschaft mit einem Übermaß an Kürzungen. Deswegen sind die Bauern zu Recht auf der Straße. Aber es geht natürlich auch um die Langfristperspektive. Ich erlebe auch in Nordrhein-Westfalen, drittgrößtes Agrarland in Deutschland, dass eine junge Generation die Höfe übernimmt und erstmals nicht investiert, weil die Zukunftsfragen nicht geklärt sind. Insofern geht es auch um mehr als um die einzelnen Themen, die gerade auf der Straße virulent sind. Die müssen gelöst werden im Sinne der Landwirtschaft. Aber dann ist das Problem noch lange nicht vom Tisch. Die Bauern protestieren auch heute wieder hier vor der Grünen Woche. Die letzten Tage waren sehr, sehr viele Proteste. Ruckwijk hat von einem Vorboten gesprochen und vor einer Eruption gewarnt. Es sind neue Proteste angekündigt. Was kommt nächste Woche auf uns zu? Und steht die CDU hinter den Protesten weiterhin der Bauern? Ja, die CDU steht selbstverständlich hinter den Protesten der Bauern. Das ist völlig klar und das ist richtig. Es sind nicht nur die Bauern, die gerade sauer sind. Wir sehen das, kann das auch in Zahlen ablesen. Und jeder spürt es ja auch in seinem privaten Umfeld. Eine ganze Menge Menschen haben das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Staat in Summe verloren. Das muss man zur Kenntnis nehmen. 69%, das hat der Beamtenbund erfragt. Ja, ist eine seriöse Truppe. Und wir haben eine Menge Wut auch auf die Ampel. Da mischen sich Dinge und die schlechte Arbeit dieser Bundesregierung befeuert, dass Menschen auch zu den extremen Rändern mindestens mal schauen in Umfragen. Und wir müssen alle daran arbeiten in der demokratischen Mitte, dass wir handeln, dass wir Themen anpacken. Landwirtschaft ist eins, Migration ist ein ganz anderes, aber umso wichtiger noch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Summe. Und daran müssen wir arbeiten. Nur die Handlungsunfähigkeit der demokratischen Mitte macht die Ränder stark. Und wie genau soll das passieren? Der Bundeshaushalt wurde jetzt beschlossen. Der Agrardiesel, die Abschaffung sukzessiv wird kommen. Was muss passieren, damit der Protest jetzt aufhört und die Situation nicht sich radikalisiert noch weiter? Ich glaube, die Bundesregierung muss auf die Landwirtschaft zugehen. Ob bei diesem oder anderen Themen zur Kompensation, vor allen Dingen aber mit Blick auf die Langzeitperspektive. Und die Bundesregierung muss umsetzen, was der Bundeskanzler mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verabredet hat in Sachen irregulärer Migration. Noch so ein Jahr wie das letzte wird die Kommunen, wird Flüchtlingshelfer, wird Schulen und Kitas völlig überfordern. Denn eins muss man sehen, wir reden viel von Migrationszahlen. All das geschieht auf dem Rücken, auf den Schultern von Menschen, die helfen wollen, aber am Limit sind. Und was hat der Bauernprotest jetzt mit den Migrationszahlen zu tun? Na, ich glaube, das hat mit der gesellschaftlichen Stimmung in Summe was zu tun. Heute demonstrieren die Bauern, aber es sind ja nicht die Einzigen, die sauer sind. Es sind ja nicht die Einzigen, die protestieren. Wir haben insgesamt eine schlechte Stimmung, wie wir sie noch nie gehabt haben für eine Bundesregierung. Noch nie war eine Bundesregierung so negativ bewertet von den Menschen. Und das hat vielschichtige Themen. Einmal der Bauernprotest, das Thema Migration, viele gefühlte Ungerechtigkeiten. Und da muss was passieren, wenn wir nicht in diesem Jahr auch ganz schwierige Wahlergebnisse haben wollen. Sie haben es gerade angesprochen, heute sind auch die Lkw-Fahrer vor dem Brandenburger Tor. Auch hier mit den Bauern zusammen sind Handwerker, die protestieren. Haben wir in Deutschland eine Gelbwestenbewegung zu befürchten, so wie wir sie in Frankreich vor ein paar Jahren gesehen haben? Wir sollten als demokratische Mitte in Summe alles tun, um das zu vermeiden. Handwerker, Lkw-Fahrer, Landwirte, das sind ja alles Leute, die wollen arbeiten. Das sind ja keine Berufsdemonstranten, die sich irgendwie auf die Straßen kleben. Aber die wollen faire Rahmenbedingungen haben für ihre Arbeit, für ihr Tun. Und dann wollen sie eigentlich auch von der Politik in Ruhe gelassen werden. Und wenn man das weiß, wenn man diese Menschen kennt, dann weiß man, wie groß die Not sein muss und wie groß der Ärger sein muss, wenn die auf die Straße gehen. Wir haben in den letzten Tagen viel auch über die Bekämpfung der AfD gesprochen. Das war das zweitgrößte Thema neben den Bauernprotesten. Jetzt gerade erleben wir aber eine Art Radikalisierung auf der Straße. Befeuert das nicht eigentlich so die Stärke der extremen Ränder und sowohl auch des rechten Randes? Naja, die beste Lösung, um Extreme klein zu halten, ist, dass man in der Sache arbeitet, dass man in der Sache die Probleme löst.
Man muss AfD bekämpfen, man muss sie politisch bekämpfen, sich mit ihr auseinandersetzen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber für die allermeisten Menschen, die aus Protestgründen zu Extremen neigen, ist die Problemlösung das allerbeste Mittel. Und das brauchen wir. Sie haben auf Bauernprotesten gesprochen in der letzten Woche und in den vergangenen Wochen werden Sie auch in den kommenden Wochen wieder auf Bauernprotesten zu hören sein. Also ich werde auch in der Zukunft an der Seite der Landwirtschaft sein. Das hat was damit zu tun, dass das auch was mit Resilienz und Stärke Deutschlands zu tun hat. Bei der Energie haben wir das alle schmerzhaft gespürt, die Abhängigkeit von Russland. Wollen wir Abhängigkeit von Lebensmitteln in einem Land, wo wir es wirklich zum großen Teil schaffen, selber uns zu ernähren? Es wäre doch wirklich ein riesengroßer Skandal, wenn wir diese Stärke nicht mehr nutzen würden und teuer, schlechter aus dem Ausland Lebensmittel importieren. Herr Wüst, vielen Dank für das Interview. Wir sehen, die Bauernproteste gehen weiter, die Diskussion hier drin und auch draußen vor der Straße.